Hallo, wir spielen... Geh mal ganz schnell mit deinem, mit deinem Klicker so über das Menü, so hoch und runter. Das ist ein schöner Sound. Das ist der Sound, wenn mein PC abkackt. Naja, Ultimate Tic-Tac-Toe. Wenn ihr es nicht gesehen habt in der ersten Staffel, müsst ihr das halt nochmal gucken. Ja, ich hab gewonnen. Ja, 21 zu 15 steht es im Moment. Das heißt, ich muss 6 Spiele gewinnen, um auf Gleichstand zu kommen und dann nochmal 4, um insgesamt zu gewinnen. So, ich fang an. Ja, das ist doch schon mal was. Ich wait noch to start. Aha. Okay. Ja, im Moment ist ja eigentlich auch relativ egal, was ich mache. Das würde ich so nicht sagen wollen. Ich aber. Wir haben beim letzten Mal gemerkt, dass sich das sowieso erst irgendwann am Ende entscheidet, was genau da jetzt Phase ist. Das würde ich so nicht sagen. Mache ich aber. Das würde ich so nicht sagen. Svenja. Boom. Rainmania. Das ist aber okay, wenn ich das verliere. Jetzt spiel wenigstens gescheit. Nicht, dass ich hier jetzt gewinne, weil du das spannend machen willst. Wenn ich verliere, verliere ich. Hast du eigentlich mitgekriegt? Ja, dass ich 6 Punkte hinten dran bin? Ja. Großartiger neuer Film, der welcher denn? Jetzt rauskommt. Gods of Egypt. Ne. Nachdem man konsequent die griechische Mythologie ausgeschlachtet hat, sind sie jetzt bei, Gods of Egypt zu machen. Der Trailer an sich sieht schon so scheiße aus. Ne? Wirklich, jeder traditionell denkende Ägypter müsste jetzt schon so den Herzkasper kriegen, wenn er auch nur diesen Trailer sieht. Das ist ja Wahnsinn. Wirklich. Ja, das können sie ganz gut. Es ist schon ein taktisches Spiel, also ich finde das gar nicht schlecht mit dieser Idee, so wie sie ist. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Das hat durchaus seinen Reiz. Nee, aber den Trailer, den musst du gucken. Der ist super. Aber du hast auch mal gesagt, ich muss den Trailer von Pixel gucken, weil der sieht total super aus. Ich fand den ganz cool. Ja, der Trailer sah gut aus, der Film war dann leider den scheiße. Den hab ich ja nicht gesehen. Ja, ich schon. Ja, ich hab dir ja auch nicht gesagt, du sollst den Film gucken, oder? Nee, aber es ist halt, Adam Sandler weiß zu enttäuschen. Massiv. Ja, aber ich habe dir nicht gesagt, du sollst den Film gucken. Nein, ja, dann quatsch auch nicht so ein Blech. Jetzt wird er schon aggressiv. Sehr gut. Ja, weil das Quatsch ist. Ich sag ja auch nicht, guck den Trailer, weil der Film ist gut, nein, sondern guck den Trailer, weil der Film wird miserabel scheiße. Ja, ich weiß. Und, da wirst du ja wohl kaum irgendwas zu sagen können. Das war dumm von mir, aber das passiert. Ja, das kann vorkommen. Things happen, ne? Shit can happen. Shit will happen. Bom, bom, bom. Jetzt ist wieder so ein Denkespiel bei Matze und das ist wieder okay. Hör doch auf damit. Du hast doch meinen Schach auch gebraucht. Geht so. Siehst du, jetzt warte ich schon mehrere Sekunden. Du bist auch dran. Nein, du bist dran. Nee, ich? Hä? Was hast du denn gemacht? Ach so. Nanu? Ja, nun. Taktik ist Taktik ist. Oh well. Nun denn. So sei's. Die Runde hast du eigentlich auch schon gewonnen. Weiß? Gehe ich schon aus, ja. Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Naja, du hast schon 3 vorbereitete Dreier. Ja, und die kannst du mir ja alle nehmen, so ist es. Hier jetzt. Da muss ich aber auch erstmal hinkommen.
Ja, guck mal, wenn ich den jetzt verhindere, dann... Ja, und wenn du nicht verhinderst, muss ich da oben in das Feld erstmal rankommen, dass ich das machen kann. Und das hast du ja in der Hand. Deswegen habe ich den unten links ja auch nicht weggemacht. Du bist ein Spucke-Peter. Wenn ich dich unten nicht in das Feld reinlasse, kannst du das auch nicht voll machen. Also von daher... Jo. Jetzt muss ich da hingehen. Da wäre schon bald keine Möglichkeit mehr, wo ich dich hinschicken kann, ohne dass du einen Punkt kriegst. Das ist so nicht korrekt. Doch. Krishna. Siehste? Ja gut, dann ist das so, ne? Ja, eben. Das ist auch nicht so schlimm. Du darfst ja nur, dass es spannend bleibt. Nee. Du darfst auch ruhig mein Spiel gewinnen. Ich darf nicht mehr gewinnen, das ist vorbei, die Zeit. Hab genug gewonnen. 15 Mal insgesamt. Meine ich. Sie halt ihr Nähe. Nein, now it's my turn. Whose house? It's Ron's house. I said, whose house? It's Ron's house. Was redest du denn da? Hast du getrunken? Sie? Die etwa? Puh, ich darf nicht. Warum nicht? Ach... Das wäre eine etwas längere Geschichte gerade. Ich darf bald wieder, aber im Moment nicht. So. Medizinisch. Bist du schwanger? Mal. Ja. Mehrfach. Das wäre ein Grund. Das ist korrekt, aber nein. Das ist du darfst nicht jetzt der auch Grund. Ruhig was machen. Ja, ich muss aber überlegen, was. Clever Girl. Ah, jetzt kriegst du den da oben. Unbedingt. Du musst mir das ja in der Mitte zumachen. Ah. Nun ja. Aha. Let it go. Siehst du? Habe ich nämlich nichts gewonnen. Auch. I don't want to hear anymore! Jetzt muss ich nämlich auch gucken. Scheiße, der Film, ne? Fandst du? Ich fand ihn gar nicht so schlecht. Boah, das war der most epic Disney Movie in the history of ever. Ohne Scheiß. Ich fand den gar nicht so scheiße. Doch, ich hab den geguckt und war, was heißt enttäuscht, aber so dafür, dass der so gehypt wurde. Ja. Das war ja schon fast brutal, wie der gehypt wurde. Das ist korrekt. Fand ich ihn halt einfach voll scheiße. Ja. Das kann ich verstehen. So. Also der war bei weitem nicht so gut wie Rapunzel oder so. Rapunzel habe ich noch gar nicht gesehen. Mal eine kurze Zwischenfrage. Was ist, wenn das Ganze unentschieden ausgeht? Dann kriegt keiner einen Punkt. Gut. Oder jeder einen. Du spielst keine Rolle. Nee. Wir haben ja gesagt, bei 25 Punkten ist dann Schluss. Und wieso? Weil das so ist. Nee, das macht ja auch keinen Sinn. Nein, das stimmt. Ich weiß. Es ist aber auch jetzt langsam nicht mehr so einfach, wo ich die hinlasse. Nee, jetzt habe ich langsam so ein bisschen aufgeholt mit meinen Doppelgemoppel. Ja. Let it go! Let it go! Ah nee, der war nix, der Film. Wirklich nicht. The cold never bothered me anyway. Let it snow! Let it snow! Edward Snow! Ach, ich muss mal meine Nase kratzen. Direkt an der Spitze juckte sie. Für eure Informationen. Ich habe dir auch Bescheid. Für die Leute, die da Buch führen. Ja. Flo Nase kratzen einmal, Matze Ausraster bei Hearthstone 17 Mal. Oh, ich klicke jetzt hier hin. Wie aufregend. Ein Scheiß. Ja. Soll ich das vorlesen? Was? Weiß nicht. Zum Spaß was? Machen. So. Du sitzt ja auf das Spiel konzentrieren. Jetzt ist aber Schluss.
Guck mal, da gehe ich doch direkt wieder in dieses Hinkelkästchen hinein. Das habe ich befürchtet. Ja, und jetzt guckst du nämlich blöd, ne? Ja! Jarhar, jarhar. Pirate life for me. Richtig. Zack, zarab, zarab, zap, zap. Und jetzt geht's nämlich wieder los, dass wir uns einfach nur noch richtig die Kästen zuschmeißen und gucken, wer am Ende gewonnen hat. Korrekt, so sieht's aus. Ich habe einen großen roten Kringel gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Ach ja. Ja. Ja, genau darauf läuft es hinaus. Es wird unentschieden wahrscheinlich. Oder du gewinnst jetzt noch. Oder was weiß ich. Wahrscheinlich gewinnst du. We will see. Ich denke, kriegst du noch nicht mal was. Haha. Gucke mal. Habe ich doch noch eine Ecke gefunden, wo du nichts von hast. So, und jetzt was? Jetzt stehst du da. Guckst du blöd. Richtig. Kriegst du aber auch nichts. Doch. Ja, was denn? Ich hab freie Wahl. Ja, und das bringt dir genau was? Dass ich freie Wahl hab. Ah. Kann es sein, dass wir überhaupt, dass keiner mehr gewinnen kann? Nee, ich glaube, es kann keiner mehr gewinnen. Weil wenn ich jetzt unten mache, ja, dann hast du wieder freie Wahl. Richtig. Nee. Doch, habe ich, genau. Dann auf der linken Seite kannst du schon nicht mehr gewinnen. Nö. Oben kannst du auch nicht mehr gewinnen. Nö. Und diagonal auch nicht. Nö. Wenn du jetzt rechts dann einen Kasten zumachst. Ja, hast du freie Wahl. Ist richtig. Ja, ja. Lass uns das doch ausspielen. Nee, dann habe ich keine freie Wahl. Nicht notgedrungen. Mach erst mal. Wir gucken mal. Du bist dran. Ich weiß. Du kannst natürlich auch drauf scheißen und da jetzt das nicht voll machen, aber. Ja, warte mal. Ich warte. Ich denke. Du kannst auch nicht mehr gewinnen. Ja, wahrscheinlich sitzt du gerade vorm Rechner und grinst dir ein, weil du voll genau weißt, wie. Nein, du kannst auch nicht mehr gewinnen. Nee, du kannst nicht mehr gewinnen. Du kannst links unten nicht machen. Und das ist die einzige Linie, ist die Diagonale von rechts oben nach links unten. Du kannst nicht mehr gewinnen. Und ich kann nur noch auf der rechten Seite gewinnen. Und das geht nur, wenn ich nicht einen Kasten davon bekomme. Und das ist eigentlich auch nicht mehr möglich. Richtig. Na komm, drauf geschissen. Was für ein blödes Spiel, wo keiner gewinnen kann. Ja, und jetzt? Ja, ich probiere noch was. Jetzt habe ich freie Auswahl. Ist richtig. Nee, du musst auf dem. Ach so, tatsächlich. Wieso hast du freie Auswahl? Weil ich den. Warum musst du das nicht? Ja, ach so, das war der falsche. Ja, stimmt. Entschuldigung. Naja, gut. Ja, und jetzt mache ich oben rechts dicht und dann kann keiner mehr gewinnen, oder? Korrekt. Ja. Da kannst du nicht mehr voll machen, dann kann ich den voll machen, da geht der unentschieden aus. Ja, das war's. Ja, jetzt habe ich wieder freie Auswahl. Kann ich hier noch einen Kringel machen? Ja, unentschieden. War das gut. Scheiße. Gut! Hat sich nichts geändert. War das nee, 2015 steht es immer noch, ne? Oder? Moment. 37. folgte. Nee, 21.15 für dich. Ich wollte gerade sagen, da unterschlägst du mir aber ein Pünktchen. Als würde der noch was ausmachen. Letzten Endes bestimmt, pass auf, du. Ja, ja. Ich hole jetzt noch auf. Lass mich kurz nachschauen. Als nächstes kommt dann Happy Wheels und dann kommt Mount Your Friends. Ja, die holst du doch beide bestimmt. Happy Wheels habe ich letztes Mal auch verloren. Ja, naja. Also, naja. Und dann kommt auch schon, lass mich gucken. Oh, jetzt habe ich hier was angeklickt. Das wollte ich gar nicht. Nee, mach das wieder zu. Ja, komm. Hier, ich bin mitten in der Aufnahme. Jetzt mach das doch weg. Ich will das doch gar nicht aufmachen. Hör doch auf. Jetzt ist der VLC-Player abgesucht. Ja, warte kurz. Ich will das hier jetzt noch kurz klären. Jetzt mach das doch einfach zu. Ist nicht so schwer, Windows. Ja, keine Rückmeldung. Mach's einfach zu. Danke. Geht doch. So,
Dann kommt Rune, da habe ich souverän gewonnen, das muss man sagen, das ist richtig. Das wird mir wahrscheinlich auch nicht nochmal gelingen. Dann kommt Tony Hawk, das gewinnst du, du übst ja schon. Ich übe nicht, ich kann es. Und das seit ungefähr 15 Jahren. Ja, da habe ich aber keine Chance, also das verliere ich. Das brauchen wir gar nicht spielen, das können wir wie letztes Mal machen, Flo wins. Mario Kart, ja, kommt es drauf an, wie ich drauf bin an dem Tag. Wahrscheinlich ja, ich habe es ja auch konsequent gewonnen letztes Mal. Ja, ist richtig. Viel konsequenter ging es ja gar nicht. Dann kommt WarioWare. Da wissen wir ja beide nicht, wie gewonnen. Das funktioniert. Ja. Dann kommt der Mario Speedrun, den könnte ich auch noch gewinnen. Und dann kommt F1 97, da wird es dann eng. WWE haben wir nicht gespielt. Was haben wir denn stattdessen gespielt? Ach, dieses Snowboard-Kackspiel. Ja, das habe ich auch verloren. Tekken habe ich verloren. Und Bass kommen wir ja sowieso gar nicht erst hin. Also ich habe im Endeffekt, stehen die Chancen sehr schlecht für mich. Im Prinzip können wir jetzt aufhören. Ja, willst du? Nein. Ja, dann schlag's doch nicht immer vor, mir ist das Jacke. Ich will das auf keinen Fall, wir machen das bis zum bitteren Ende. Und du musst dir noch eine Strafe überlegen, weißt du jetzt eh noch nicht. Das stimmt. Siehst du? Ich hab meine schon. Wir müssen da ja auch, ja, was hast du denn? Das sag ich dir nicht. Ja, dann musst du mir aber ungefähr auch einen Rahmen geben, ne? Sonst hänge ich mir irgendwas total Lapperiges aus, weil ich mir denke... Das ist so dann deine Böses Sache. Sowas Böses darf ich bestimmt nicht und du holst dann irgendwie, keine Ahnung, frisst einen Haufen Scheiße oder so. Nichts, wovon man sterben könnte und nichts, wo ich... Dann darfst du auch keine Salzstangen essen, kannst du auch verschlucken, bist du tot, guckst du blöd. Ja. Und nichts, dann, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, als wenn ich eine Salzstange esse, dass ich sterbe. So. Brötchen oder so. Oh, fick dich, du weißt ganz genau, was ich meine. Nein. Ich bin als Kind auch immer von der Kanalbrücke gesprungen, bin ja auch nicht gestorben. Da besteht auch die Möglichkeit, dass ich sterbe, ja? Und? Das mache ich aber auch nicht. Warum nicht? Warum soll ich von der Brücke springen? Weil es Spaß macht. Ja, gut. Dann kannst du das ja gerne machen in deiner Freizeit auch. Kein Problem. Ach, Matze, deine Strafe. Spring von der Brücke. Ich dir auch einfach einen Fallschirmsprung bei Jochen Schweizer oder so. Oh nein! Nein. Dann leih ich mir noch irgendwo eine GoPro, weißt du? Nee, das kann ich aber nicht machen, das überlebe ich nicht. Ohne Scheiß. Das überlebe ich nicht. Oder irgendwas anderes Dummes bei Jochen Schweizer, da guck ich mal eben. Also, willst du so viel Geld ausgeben für sowas? Also, ich weiß es nicht. Wenn ich da wirklich was total Dämliches finde, ne, dann ist es mir das wert. Ja, gut. Also, ich weiß schon, was du machen musst. Also, es wird nicht so teuer für mich, das kann ich ja verraten, aber gut. Oder so ein Wellnessabend oder sowas. Alter, was für eine Strafe. Du wirst massiert! Haha! Kommt auf den Wellnessabend an. Stimmt. Wenn ich dich hier so Wassergymnastik machen lasse und so. Das habe ich schon gemacht, das ist nicht so schlimm. Ja. Ich meine, oh nein! Bloß keine Wassergymnastik. Oh. Hier, Fitnesserlebnisse. Gibt's auch. Mm, schön. Heilkräuter-Seminar. Samurai-Workshop. Oh, das wäre geil. Da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht was für Sofa-Vlogs finden. Kangoo-Jumps-Fitnessprogramm. Dass wir vielleicht für Sofa-Vlogs mal so zu so einem Samurai gehen. Oder eine Fischpediküre. Eine Fischpediküre? Kriegst du recht damit Fischen verprügeln? Die Fische die tote Haut von dir abknabbern. Ach so, ja, das finde ich geil. Das würde ich mir gerne machen. Ja, findest du geil. Find ich buddhistische Meditation. Ja, gut, das habe ich schon gemacht. Ja. Oh ja. Hier Feng Shui-Seminar. Schon auch gut. Da gibt es schon eine Menge bei Jochen Schweizer. Ich finde da was, das richtig scheiße ist. Das kann ich dir auch versprechen. Vielleicht sponsert dir das ja Jochen Schweizer. Kannst du ja mal fragen. Ja, das mache ich doch glatt. Ich suche hier so eine Aktion, die richtig scheiße ist. Oh. Du fährst jetzt an so einen Kacksee und gehst angeln. Ich hasse Angeln. Angeln ist so langweilig. Da spiele ich lieber Angeln 2011. Das habe ich noch hier. Das ist schön, da denke ich mir was Schönes, Dummes aus. Das kann ich dir aber sagen. Okay, dann muss ich mir auch noch was Dummes ausdenken. Oh, Erlebnisse mit Stars. Vielleicht kannst du hier, wie heißt der? Wie heißt er denn? Darf ich mit den Lochis singen oder so? Nee, oder hier, wie heißt denn der Blödmann? Es gibt viele Blödmänner. Uwe Boll oder sein Lieblingsschauspieler da. Til Schweiger. Til Schweiger treffen. Ja. Einen Abend mit... Til Schweiger. Ja, und was machen Sie so? Ja, mich über Sie lustig. Haben Sie Ihre Tochter eigentlich schon mal dem Sohn von Will Smith vorgestellt? Die sind beide gleich nervig. Naja,
reicht jetzt auch mit Geschwafel, glaube ich. Wir haben, warte, in einer Sekunde die 20 Minuten voll jetzt. So, Freunde. Aber das nur bei mir eine Aufnahme, da fällt dann wieder hinten runter was weg. Gut, ich mache jetzt Schluss. Sag du auch noch, ach, Flo ist sowieso weg. Na gut, dann bin ich eh alleine. Tschüss!